Okay, heute haben wir euch drei Tool und Lifehacks. Viel Spaß mit diesem Video. Wir haben hier jetzt einen sehr steilen Winkel und das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr jetzt ein Profil kanntet. So, das ist das Maximum, was wir jetzt praktisch mit unserer Kantbank hier biegen können, mit unserer 6 Meter Bank. Und jetzt hat man ja immer wieder das Thema, wenn man jetzt das Ganze zudrückt, dann rutscht einem das hier raus. So. Und dann haben wir uns mal Folgendes einfallen lassen. Dass man einfach hergeht und so ein Stück EPDM einlegt. So. Und schon geht es. So, jetzt möchte ich hier mal noch einen kleinen Trick zeigen an der 2 Meter Kantbank. Und zwar, wenn ihr jetzt hier einen Umschlag macht. Dann haben wir ja immer das Thema, wenn wir es zudrücken wollen, dass wir dann aufpassen müssen, dass wir es nicht zu sehr zudrücken. Und wir gehen da immer her, wenn wir was im Umschlag mal ganz genau zudrücken wollen, dass er so 5 mm offen bleibt, dann legen wir hier solche Hartfaserplatten ein. Das sind hier ja, solche Platten, die manchmal zwischen den Tafelmaterial liegen. Oder auch Möbelrückwände, wenn ihr sowas wollt. Also ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, aber legt man dann einfach hier ein. Und dann kann man einfach das zudrücken. Hat dann immer schön den Abstand von den 5 mm und ist dann schön durchgehend. An eurer 6 mm Kantbank könnt ihr das natürlich genau machen. Da können wir es links und rechts reinstecken. So lange bis es klemmt. Einfach wieder aufmachen. Und dann hat man einen schönen Umschlag. Heute biegen wir mal ein Stehfalzblech. Und dazu verwenden wir heute den Seam Shooter von Metal Maniac. Okay, und den gibt es einmal für den Small Seam, also für den kleinen Falz, und einmal für den Big Seam, den großen Falz. Das Ganze funktioniert so. Hier hat es lauter so Einkerbungen drin. So.
geht man hier in die Einkerbung rein, schiebt es dran, andere Seite genauso. So, und für den großen Falz haben wir wieder das gleiche. Dann können wir den hier einhängen. Bisschen verrutscht, okay, festhalten sollte man schon. Okay, und am Schluss haben wir dann die Kante hier. Und schon sind wir fertig. Das ist eigentlich eine coole Sache hier. Wir haben jetzt hier einmal den kleinen 7-Shooter. Der hat jetzt hier noch einen praktischen Öffner dran. Dann hat man hier mehrere Varianten, wie man die ganzen Falze, also man kann jetzt hier entweder da anschlagen oder einmal hier anschlagen, den kleinen Falz am Anfang. Und das gleiche haben wir praktisch dann auch wieder mit so einem kleinen Zapfenanschlag. Der Seite oder auf der Seite. Je nachdem, wie man den benutzen tut, kann man den links oder rechts rum verwenden. Und dann haben wir hier noch eine schöne Rundschablone. In der Rundschablone kann man euren Draufabschluss schön rund anzeichnen. Auch noch mit dem Flaschenöffner dabei. Also insgesamt ein cooles System. Von Metal Maniac. Vielleicht habt ihr hier noch ein paar Tipps und Tricks auf Lager, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentare zum Thema Blechbiegen. Wird uns echt freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal hier auf YouTube. Glocke drücken nicht vergessen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Wünsche ich alles Gute, bis zum nächsten Mal. Meisterbook für Spengler TV.